Hallo, herzlich willkommen zum 68. German Schlock. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Aufnahme in Kasten kriege. Das ist jetzt gefühlt der 80. Take, den ich jetzt versuche und immer wieder kommt was dazwischen. Entweder klingelt es an der Tür oder hier läuft was schief oder da läuft was schief. Hoffen wir einfach mal, dass dieser Vlog jetzt im Kasten ist. In dem Sinne, hallo, herzlich willkommen zum 68. German Schlock. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt wirklich ein klein wenig Zeit mitgebracht. An dieser Stelle eine kleine Erklärung dafür, wieso ich den Vlog in der letzten Woche habe ausfallen lassen. Ja, wer uns auf Social Media und Discord folgt, der dürfte das schon mitgekriegt haben, dass wir halt ein Mitglied von Germansch verloren haben. Ich werde jetzt keinen Namen nennen oder so, ich werde auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, nur so viel. Wir haben gestern am Ende des BLR-Streams uns von ihm mit einer Gedenkminute verabschiedet. Und ja, das Leben geht weiter. Und in dem Sinne, weiter geht es auch mit dem Wetter. Das merkwürdig ist. Mal ist der Himmel bedeckt, es regnet, es stürmt. Und ein anderes Mal ist der Himmel hell, freundlich, die Sonne scheint, es ist warm und so. Wenn ich nicht wüsste, dass wir Dezember hätten, könnte ich schwören, wir hätten April. Aber wir haben Dezember. Immerhin, es regnet, das tut in der Natur nur gut. Und dementsprechend enough said. Da fällt mir schon wieder was ein, was ich wieder vergessen habe einzurichten. Sekunde. So. YouTube-Kommentare und Video. Ich wollte auf MarioFan Best of's Best of German Oktoberfest 2018 Highlights verweisen. MarioFan hat das vor, ja, schon fast zwei Wochen. Hat das vor zwei Wochen fertiggestellt. Auch im Discord verlinkt, auch über Social Media verlinkt, nur ich finde, da ist noch nicht genug Aufmerksamkeit erzeugt worden. Schaut euch das Video an, 1 Stunde 18 Minuten und 39 Sekunden geht das Ganze. Ich bin echt überrascht, was er da so alles herausgefischt hat. Gute Arbeit, kann ich da nur sagen. Und an dieser Stelle denke ich auch mal, dass es sich vielleicht lohnen würde, da einen Daumen rauf oder so zu hinterlassen, als Dank für seine Arbeit, weil es, ich weiß nicht, wie viel Zeit er investiert hat, aber wir haben fast eine ganze Woche lang durchgestreamt und das alles durchzuarbeiten und hast du nicht gesehen? Ja, doch, dürfte nicht gerade einfach gewesen sein. Und deshalb Lob an MarioFan. Danke dir für deine Arbeit und ich freue mich schon auf das nächste Best-of, vermutlich zum ZFM 2019. So, dann zwei Kommentare, auf die ich noch kurz eingehen wollte. Das eine ist von Janssen LP zu RPG Dimitrake 2017 Pokémon X Any% von Ruden. Hi, ein paar Videos sind nicht synchron mit eurem Dialog, wie auch dieses hier. Zum Beispiel Lucario geht weg, da sagt ihr erst Hi Lucario. Das liegt halt daran, dass damals diese nette Funktion mit den Videos, die halt eingebettet wurden im OBS Studio und so, noch nicht verfügbar war. Oder in der Beta-Phase war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, seit wir diese Video-Ressourcen einbetten können, also diese Twitch-Streams, hat sich das mit der Asynchronität, ich mache wieder nicht reden, GG, wesentlich verbessert. Wirklich, wesentlich verbessert. Wobei, beim BLR hatten wir auch schon wieder andere Probleme, aber da komme ich dann nochmal gleich drauf. Und dann wollte ich auf den Kommentar von So zum letzten Vlog eingehen. Müssen wir bald einen Spendenstream für einen neuen PC machen? Nein. Definitiv nicht.
Es ist letzten Endes mein PC, nicht der von Germansh. Und damit ist es auch, ist es halt etwas, was nur mich angeht. Es sind meine Kosten, die entstehen, nicht die von Germansh. Falls dieses Angebot ernst gemeint war, danke dafür. Aber wie gesagt, es ist nicht notwendig. Germansh muss jetzt nicht für meine Kosten aufkommen. Das ist auch... Nein, 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 nein. Will ich nicht haben. Und dann hat Ramon Gonzalez noch darauf hingewiesen, dass die SpeedCon in Potsdam mit der TwitchCon in Berlin zusammenfällt. Stimmt, das hatte ich vergessen. Ich hatte schon wieder verdrängt, dass da die TwitchCon parallel zur SpeedCon ist. Von Germansh selbst, ich glaube nicht, dass jemand von uns da vor Ort sein wird auf der TwitchCon. Auf der SpeedCon werden natürlich einige Germansh-Mitglieder da sein. Ich denke, Tage wird wieder mit dabei sein. Bausch, also der Bausch wird auch dabei sein und für Instagram ein paar Backstage-Eindrücke posten. Aber ansonsten, wir fokussieren uns hauptsächlich auf die SpeedCon. Und die TwitchCon werden wir links liegen lassen. Wir wissen auch noch gar nicht, also wir müssen auch mal sehen, wie es nächstes Jahr dann, ob das nächste Jahr dann wirklich so abläuft, wie wir es planen mit Dokumi und ZFM. Gamescom stand irgendwie auch noch zur Debatte, aber da müssen wir gucken, ob und was sich da entwickeln wird. Also Gamescom hätte, wenn überhaupt, auch sehr niedrige Priorität gegenüber der Tatsache, dass wir dieses Mal wirklich das ZFM und die Dokumi ordentlich machen wollen. Möglichst stressfrei, möglichst problemfrei, möglichst ordentlich. Das heißt, das ist, steht für uns im Vordergrund. Okay, dann komme ich zu dem Germansh Adventskalender. Mal wieder kurz die 10 wechseln. Der Adventskalender ist halt eine schöne Tradition hier bei Germansh im zweiten Jahr, wo wir dieses Jahr ein Best of aller Runs des Jahres 2018 zeigen. Das Ergebnis, ja, könnt ihr denn sehen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich auch noch eine 25. Tür einbauen werde. Ich meine, die Grafik ist, glaube ich, vorhanden. Dazu brauche ich noch einen Run, der wirklich excellent ist und der wirklich einen 25. Eintrag einen 25. Eintrag rechtfertigen würde. Nicht so ganz einfach, das jetzt irgendwie hinzukriegen, aber nun gut. Auf jeden Fall neue Türen, also die neu geöffneten Türen, werden jeden den Abend nach Mitternacht immer in unseren Discords gepostet und von Social Media dann am selbigen Tage noch über die sozialen Medien rausgehauen. Wer nicht so lange warten kann, der kann auch auf unsere Homepage gehen und über News, mal kurz hier beispielsweise verlinken, findet ihr dann die Adventskalender oder die jeweiligen offenen Türen. Ich werde mal den Adventskalender an sich unter dem Video verlinken. Und schaut einfach vorbei. Es lohnt sich meiner Meinung nach. Ich habe auch jetzt, ich bin gerade wieder dabei, die Türen bis Ende des Monats jetzt fertig zu schreiben. Ich habe wegen BLR da ein bisschen pausiert, weil ich noch abwarten wollte, ob und was für Runs da noch reinkommen. Gibt es einige Runs. Aber auf jeden Fall, das Ergebnis, wie gesagt, könnt ihr dann im Adventskalender sehen. Wieder ein Split und ich komme zum BLR, einem kleinen Rückblick. Das Event an sich war super. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es teilweise sehr anstrengend war, aus diversen Gründen. Es gab viele gute Runs. Das Schedule war sehr abwechslungsreich. Splasher, Celeste, Mushihimesama, ich hab's wahrscheinlich falsch ausgesprochen, The Sun and the Moon, Kuru Kuru Kurin, Stay Safe und so. Also,
zieht euch das VOD-Archiv rein. Ein paar Runs sind noch offen. Die müssen wir nochmal nachgucken, ob das auch so in Ordnung war. Und auf jeden Fall, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und an dieser Stelle ein dickes, fettes Shoutout an Blood Moon, der mir so ein bisschen die Arbeit weggenommen hat. Ich dachte mir so am Samstag, ja, okay, ich kann jetzt mal den VODs anfertigen. Und finde da eine Mail vor, dass da schon Videos auf YouTube exportiert wurden. Dass der Blood Moon still und heimlich aktiv war. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Er hat gute Arbeit geleistet. Er hat es auch gleich alles schön hier im VOD-Archiv verlinkt. Und ja, das Ergebnis ist gut. Es ist super. Danke dir, Blood Moon. Allgemein muss ich wirklich meine German Crew wieder loben, weil die wirklich gute Arbeit geleistet haben. Es herrschte ein wenig während des Events das Chaos. Jetzt allerdings nicht deshalb, weil Sachen falsch geplant wurden oder sich Leute übernommen haben, sondern halt aus diversen Gründen. Bei dem einen gab es familiäre Probleme, bei dem anderen war auf einmal das Internet weg. Wiederum jemand anders hatte dann verschlafen, aber es hat sich immer wieder jemand gefunden, der da halt eingesprungen ist. Und ich muss wirklich zwei Personen nochmal hier in aller Öffentlichkeit halt ein dickes, fettes Lob aussprechen. Ninja Gaiden Black. Ich habe ja schon beim letzten Vlog gesagt, dass ich gehofft habe, dass sich da jemand finden würde. Subso hat sie sich da gefunden. Hat dann, ich weiß nicht, wie lange kommentiert, und da war er weg und ist auch nie wieder aufgetaucht. Das ist dann das mit dem Internetproblem gewesen. Er hat sich dann später nochmal entschuldigt. Und an dieser Stelle Hut ab nochmal vor Yuki Arisato und Leoa Cosplays Leistung, die wirklich mit Händen und Füßen versucht haben, das Commentary zu retten, hier und da Informationen rausgesucht haben. Das Ergebnis steht noch offen, also ob das wirklich, sich gelohnt hat. Nein, das klingt schon wieder falsch. Das Ergebnis steht noch offen, ob der Run jetzt noch highlightwürdig war oder nicht. Weil, ja, das Material, das sie halt zur Verfügung hatten, war nicht wirklich gut. Aber trotzdem, Hut ab vor dieser Leistung und meine Bitte, folgt den beiden Damen. Danke. Allgemein, ja, folgt den German Schmidt, aber in diesem Fall muss ich wirklich die beiden besonders hervorheben, weil das ist nicht selbstverständlich, was sie dir gemacht haben. Und es zeigt sich einmal mehr, dass auf Ninja Gaiden Black ein kleiner Fluch liegt, weil der Run... Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Run bei einem Event aufgetaucht ist. Und es ist kein einziges Mal gestehen, dass dieser Run ordentlich kommentiert wurde. Es ist immer wieder was dazwischen gekommen. Ich glaube, wir lassen es in Zukunft einfach. Es war auf jeden Fall ein schönes Event. Die Leistung der German-Mitglieder war wirklich super. Und dass dann halt teilweise Leute ausfielen, ja, mein Gott, das war dann einfach so. Ich nehme es denen jetzt nicht krumm. Weil wenn krank oder Internet oder verschlafen oder so, es sind Menschen. Es sind Menschen, keine Maschinen. Wir hatten dann kurz nach Eventbeginn von den Franzosen einen Cleanfeed erhalten. Und das führte dann zu einem sehr interessanten Delay, was dann auch immer wieder da angemerkt wurde. Korrekt. Und zwar, korrekt meinte ich, dass der Restream vor dem Mainstream lag. Ich meine,
das muss man jetzt mehr durch den Kopf gehen lassen. Normalerweise ist es ja so, dass der Restream hinterm Mainstream liegt. Aber in dem Fall, dank dem Cleanfeed, waren wir vom Bild her vor dem Mainstream. Und das hat sich dann auch aufs Commentary ausgewirkt, weil die Leute, ja, die wussten teilweise nicht, okay, soll ich jetzt den Mainstream gucken, soll ich den Restream gucken, soll ich den Cleanfeed gucken? Letzten Endes gab es dann immer mehr Probleme mit dem Cleanfeed, sodass wir dann beschlossen haben, okay, wir wechseln wieder auf den embeddeten Mainstream um. Und danach hat sich das mit dem Delay wieder halbwegs eingeringt. Ein bisschen Delay ist immer, das lässt sich nie ganz abstellen, aber das ist dann meistens so im Rahmen von 1-2 Sekunden oder so, also nicht wirklich der Rede wert. Was sich auch gezeigt hat, dass wir bedingt durch das ZFM unter anderem, ja, wir haben unsere Lektion endlich gelernt. Wir sind, was so Delay-Sachen angeht, ich will jetzt nicht sagen toleranter, aber wir akzeptieren es inzwischen. Wir akzeptieren, dass es nicht anders ging. Und dass trotzdem noch Bemühungen laufen, da irgendwie was zu machen. Im Falle vom BLR hatten wir gegen Ende einen Delay von, ich glaube, 2,5 Stunden. Das lag vor allen Dingen an zwei Sachen. Dem Tetris The Grandmaster Block und Link's Awakening DX. Tetris The Grandmaster ist ein Run, der wirklich unglaublich ist. Vor allen Dingen Tetris Grandmaster 3 mit dem Shiraze-Modus. Wo man wirklich nur so da sitzt. Aber wann immer ein Tetris Grandmaster in einem Schedule auftaucht, kann man Gift darauf nehmen, dass das Schedule danach für die Tonne ist. Weil egal, wie viel Setup da eingerechnet ist, Tetris Grandmaster springt das locker. Aber trotzdem, das Ergebnis war einfach nur, war die Mühe wert. Wir hatten mit Freakbite, Dani Neu, Amina und Sakurun wirklich ein exzellentes Comedy-Team. Und zieht euch diesen Block rein. Er ist in Gänze gehighlightet worden und auch so und auch so auf YouTube und Twitch zu finden. Link's Awakening DX war ein Four-Way-Race. Zwischen verschiedenen Leuten. Und auch da, das Setup hat sich lange in die Länge gezogen. Ich glaube, da wird es teilweise sagen, dass die Capture Card von einem, dass auch eine Capture Card da vor Ort die Grätsche machte. Auch hier war wieder das Ergebnis super. Einfach weil wir mit Bamboo Shadow wieder einen Runner dabei hatten. Ich meine, Bamboo Shadow ist, glaube ich, was so die portablen Zelda-Spiele angeht. Nein, nicht die Portable. Also alles, was so die portablen Zelda-Spiele der Generation Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance angeht. Da ist er eine Bank. Eine sichere Bank. Da kann ich auch wirklich nur empfehlen, zieht euch das alles rein. Er hat ja auch The Minish Cap kommentiert. Auch das war wieder super. Ja. Was ich allgemein interessant fand, war der flexible Umgang der Franzosen mit dem Thema Emulator. Es gab viele Runs, auch bei Link's Awakening DX, wo die Runner, wo explizit ausgeschrieben wurde, die runnen das auf Emulator. Das würde man bei einer ESO oder GDQ nicht erwarten oder würden die nicht mal ansatzweise wagen, weil da ist einfach die Voraussetzung, das wird alles auf Original-Hardware gerunnt. Ich fand's interessant. Man kann davon halten, was man will. Ich denke, die anderen werden da so ein bisschen die Nase drüber rümpfen.
Aber angesichts der Tatsache, dass halt die Hardware auch nicht ewig hält, beziehungsweise auch heute nicht mehr produziert wird, ist es ein Gedanken wert, ob man auch dann beim ZFM ein bisschen flexibler sein sollte. Aber das wird sich dann zeigen. Noch ist das ZFM 2019 nicht mehr ansatzweise geplant. Das wird auch die Planung an sich wird erst 2019 nach HDQ starten. Und dann schauen wir mal, guck. Auf jeden Fall, es war ein schönes Event. Und die Franzosen werden auch von uns ein entsprechend positives Feedback erhalten. Was wir als Verbesserungsvorschlag anbringen werden, einfach weil wir da jetzt persönlich selber bei unseren Events gute Erfahrungen mitgemacht haben, ob man da nicht eventuell Buffer mit ins Schedule einbauen soll, die dann halt dementsprechend wegfallen, wenn man allzu weit oder allzu weit hinter dem ursprünglichen Schedule liegt. Muss man mal sehen. Muss man mal sehen. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt ehrlich gesagt bin ich und sind auch wir froh, dass das Jahr vorbei ist, dass es keine Restreams mehr gibt. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf HDQ 2019, werden das planen und ja, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Und damit komme ich auch zu dem Thema HDQ 2019. Man sieht, es hat sich einiges getan. Die roten Blöcke sind weniger geworden. Es sind auch jede Menge gelben Blöcke dabei. Und ja. Die gelben Blöcke werden sicherlich auch gefüllt werden. Also, ich lehne mich aus dem Fenster und gehe davon aus, dass wir kurz bevor HDQ anfängt, eine Gesamtabdeckungsrate von 95% haben. Was absolut fantastisch ist. Werden wir üblich das Beste aus der Situation machen, so gut es geht, wirklich Commentary liefern, auf das ihr dann stolz sein könnt, dass ihr dann auch gerne gucken könnt, dass ihr dann gerne gucken könnt. Und wir werden auch bei HDQ wieder die Submissions-Phase, nicht die Submissions-Phase, die Bewerbungsphase aktivieren. Da kann ich jetzt schon mal sagen, wir suchen da wieder ein paar Leute. Die Grafikabteilung sucht Menschen. Oh, da fällt mir ein, ich habe da eine gewisse Sache vergessen. Kann ich da live. Nee. Kann ich nicht. Ja, okay. Dann muss ich das gleich so machen. Wir suchen Leute für die Grafikabteilung, die sich vielleicht auch ein bisschen mit Videos schneiden aussehen. Wir suchen Leute, die Social Media affin sind, also Twitter, Facebook, Instagram gut können. Wir suchen dann auch Leute, die beim Marketing uns ein bisschen unterstützen könnten, einfach damit wir. Ja, damit wir nicht allzu sehr auf unsere Community so verkehrt, damit wir wachsen können, damit wir halt Germansh bekannter machen können und aus unserer Echoblase, die wir uns ja aufgebaut haben, heraus können. Falls ihr bei HDQ zuguckt und ihr Bock habt, bei uns mitzumachen und dann natürlich auch noch gleichzeitig kommentieren wollt, wisst ihr, was auf euch zukommt. Falls ihr euch wundert, was ich jetzt eben wollte, wieso ich jetzt eben so rumgemurkst habe und wieso die Grafikabteilung Nachschub braucht. An dieser Stelle denkt euch jetzt ein Split mit dem Namen Private 117, denn Private hat Germansh verlassen. Endgültig. Naja, nicht ganz endgültig. Er wird noch als externer Kommentator zur Verfügung stehen und auch gesagt, wenn Not am Manne ist bei der Grafikerteilung, könnte er wieder einspringen.
Aber er hat einfach. Ich zäume schon wieder das Pferd von hinten auf. Es tut mir leid. Private hat sich dieses Jahr wirklich extrem stark engagiert. Ungefähr genauso stark wie Taitai. Und er hat auch irgendwann gemerkt, okay, das tut mir nicht gut. Ich werde immer aggressiver, war kurz angebundener und so. Ich werde nach dem ZFM eine Auszeit machen. Das hat er uns gesagt. Und mir hat er noch gesagt, ich werde auch zurückkommen nach spätestens 3 Monaten. Ja, daraus wird jetzt nichts. Kurzfassung ist, Private hat gemerkt, dass es für seine mentale Gesundheit am besten ist, wenn er nicht mal zu Drummond zurückkommt. Das klingt jetzt hart, ekelhaft, wie auch immer, oder aber ich kann Private auch irgendwo verstehen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, er hat gemerkt, es geht ihm einfach nicht gut und er hat auch gemerkt, es geht mir besser, wenn ich jetzt nicht mehr so sehr in Germanisch eingebunden bin. Meine persönlichen Gefühle sind zwar irgendwo noch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich nachvollziehen, andererseits finde ich es halt, ja, andererseits bricht er damit auch ein bisschen sein Versprechen, nach spätestens 3 Monaten wieder zurückzukommen. Aber letzten Endes, Private, danke dir für alles. Ich bin zwar momentan noch ein bisschen zwiegespalten, aber gib mir noch ein paar Tage oder Wochen oder so und dann sehe ich es auch ein, dass es für dich die richtige Entscheidung war. Und daher tut mir bitte den Gefallen und folgt Private auf seinem Twitch-Kanal. Er streamt zwar sehr selten, so alle paar Jubelmonate mal. Ich weiß nicht, ob er auf YouTube jetzt großartig aktiv ist, jetzt müsste ich seinen YouTube-Kanal mal erkennen. Werde ich gucken, wenn ich den Vlog fertig habe, ob er und dann hochlade. Aber folgt bitte Private, folgt dem Pinguin und danke dir, Private, für alles und ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit, sei es on-site oder sei es halt, dich als externen Kommentator mit dabei zu haben. Und damit komme ich zum letzten Thema. Jahresabschluss-Talk. Der wird diesen Sonntag ab 19 Uhr auf dem Schirmage-Kanal stattfinden. Weser hat quasi gerufen oder Weser lädt ein. Die ganze Leitung hat schon mal zugesagt und dann mal schauen, wer sonst noch so alles jetzt beisammenkommen wird. Weser hat gesagt, dass er bei der Gästeliste uns, also der Dörmensch-Leitung, freie Hand lässt. Und jetzt haben wir so quasi das Vergnügen herauszufinden, okay, wen sollen wir einladen? Wo ist die Grenze und so? Mal gucken. Aber ich freue mich auf Sonntag. Ich freue mich auch einfach darauf, weil Weser ist ein exzellenter Talkmaster. Ja, und dann schaut am Sonntag ab 19 Uhr vorbei zum Jahresabschluss-Talk, zu unserem Jahresrückblick und ja, lohnt sich. Okay, und damit komme ich zum Ende. Yay, das hat auch nur länger gedauert, als ich ursprünglich geplant hatte. Naja. Ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche einen Vlog hochladen werde, ob ich vor EdgeQ einen Vlog hochladen werde. Falls nichts kommt, wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für alle Zuschauer und so. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann auch 2019 wieder vorbeischaut, wenn es dann wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zum German Vlog. Und damit. Rotes Blitz. Egal. Bis dann, Toodles, Totzins, danke für alles und wenn wir uns nächste Woche nicht mehr sehen, frohes Fest, einen guten Rutsch. Genießt die Zeit mit euren Familien oder Freunden oder wie auch immer und man sieht sich dann spätestens zur ATQ wieder. Bye!